Ja, nun bin ich doch ein bisschen verwirrt. Ich bin ein großer Verehrer von Alfred Polgar. Alfred Polgar hat einen Nachruf auf Siegfried Jacobson, den er sehr mochte, beschrieben wie am offenen Grab nochmal gelobt wurde. Am frischen Grab, schrieb damals Polgar. Und das, was Georg eben gesagt hat, umreißt manches auch, wie ich es fühle. Ich war, als ich den Anruf von Annette Mills bekam, das muss ich gestehen, ein bisschen verwirrt. Ich glaube, sie hatte auch ihre Probleme, weil tatsächlich, ich glaube, dass das Berufswerk nur ein Teil des Lebenswerks ist. Wenn Leben überhaupt Werk ist. Leben ist der Versuch, irgendwie über die Runden zu kommen. Aber da ist der Beruf auch nur ein Teil. Und ich glaube, sie hatte so eine, ich habe sie nicht gefragt, aber wir sind ja ein bisschen geübt. Unser Ressort, Klaus Ott, Nico Richter und ich, wir beide haben, als wir diesen berühmten Henry-Nann-Preis bekommen sollten, gesagt, das machen wir nicht, wenn wir gemeinsam mit Bild geehrt werden. Und das sind jetzt ein paar Jahre vergangen, wir finden das sehr richtig. Auch im Nachhinein, auch wenn man die Umstände sieht, die damals waren und wenn man sieht, wofür geehrt wurde und Bild überhaupt. Und von daher ist es tatsächlich so, dass man Preise auch ablehnen kann und mit der Ablehnung ganz gut leben. Bei diesem Preis kam das nicht in Frage. Ich glaube auch, wenn der Preis jetzt einem so gelten soll, dann kann man hadern mit der Frage, bist du jetzt der Richtige? Da würde ich eher nee sagen. Also mir wäre bei dieser Auszeichnung Klaus Habrecht eingefallen oder mir wäre die Fotografin Kölbel eingefallen. Nicht eingefallen wäre mir Stefan Aus, weil Stefan noch so viel zu tun hat. Aber das wären schon Namen gewesen, die ich mir sehr gut hätte vorstellen können. Ein bisschen ist das ja auch Bilanz ziehen. Und neulich habe ich von Ulrike Simon, die ich gesehen habe, da ist sie, so einen Blog gelesen, Frankfurt, Friedhof. Und sie beschrieb das Grab eines ehemaligen Herausgebers der FAZ, der Gott sei Dank noch lebt. Und der hatte auf seinem Grabstein stehen, irgendwie so und so viele Jahre FAZ-Herausgeberschaft, so und so viele Jahre Ludwig-Erhard-Stiftung und noch irgendwas. Und da man ja beim Lebenswerk nicht über die Geschichten sprechen soll, die man alle schief gemacht hat, wobei man bei Klein wirklich kräftig noch ergänzen könnte durch andere Geschichten, mit denen ich schwer lebe, wie Lothar Späth, ist eine der Geschichten, an denen ich immer noch hänge, und sage, wie wir das damals gemacht haben, war es nicht richtig, es so zu machen. Die Form war nicht richtig. Aber will sie nicht damit langweilen, will ich Ihnen was, wie mein wirkliches Leben ist, erzählen. Nämlich, wir sind beim Grab, wir sind bei einem Herausgeber der FAZ. Und meine Frau, die das Sagen hat und die auch für mich das Wichtigste ist, was es gibt. Meine Frau sagt vor 18 Jahren, wir können den Kindern nicht überlassen, dass sie nach einem Grab suchen müssen. Jetzt müssen wir uns ein Grab suchen. Dann haben wir uns auf den Weg gemacht, und wie das mit Frauen so ist, da war es zu feucht, da war kein guter Blick und bei dem einen oder anderen Grab hatte ich auch das Problem, dass sie gesagt hat, wenn wir Pech haben, liegt da ein Schalker daneben. Jedenfalls, wir sind eine Weile rumgereist und sind dann zum Altenberger Dom am Ende gekommen, unsere Hauskirche, eine sehr schöne Kirche, in der beide Konfessionen sind. Und da haben die gesagt, geht nicht. Dann haben wir gesagt, wir sind doch Gemeindemitglieder, ja, sie sind nicht tot. Das heißt, es gab eine Zeit, da konntest du auf dem Friedhof noch kein Grab kaufen, weil du nicht tot warst. Das hat sich radikal geändert. Wenn sie heute gucken, die Leute gehen in irgendwelche Friedenswälder, die Leute fahren nach Holland und nehmen die Asche und verstreuen sie im Garten, nur keine Kosten, nur nicht irgendwo hingehen, alle finden das wunderbar und anonym.
ist das am allerschönsten. Das ist ein bisschen so wie bei den Zeitungen. Wenn Sie mal drauf gucken, ich war viele Jahre beim Spiegel, 18,5 Jahre, es war eine wunderschöne Zeit, im Nachhinein noch schöner, als ich vor 18,5 Jahren gedacht habe. Aber es gab mal so eine Zeit, da haben Spiegel-Anzeigenvertreter keine Anzeigen angenommen, weil die Hefte zu dick wurden. Da gab es Wartelisten für Anzeigenkunden. Und ich erinnere mich noch an einen Autoredakteur, die hatten mit Mühe BMW wieder reingeholt. Der schrieb sofort die erste Geschichte, knallend gegen BMW irgendwie. Das Fenster ging nicht richtig auf und so, nur um zu ärgern. Also es gab so eine Zeit im Journalismus und wir erleben heute ganz andere Zeiten. Wir erleben Zeiten großer Verunsicherung. Neulich war Elf Freunde, ist eines meiner Lieblingsblätter, eine Geschichte über Kriegstanz im Nirgendwo. Und diese Geschichte hatte ganz viel zu tun mit dem, wie wir uns so bewegen. Kriegstanz im Nirgendwo meinte eine Mannschaft, die auf der Osterinsel spielt. Das waren Geschichten über Fußball in Chile. Und die machen immer einen Hokotanz, wenn große Mannschaften kommen. Und dann verlieren die 4-0, 7-0, 8-0. Aber sie machen ihren Hokotanz. Und ein bisschen ist das, wenn wir um uns gucken gerade, auch so. Wir tanzen ständig, tun groß und haben viel Angst, dass am Ende man verlieren kann. Früher war es so, wenn du eine Geschichte geschrieben hattest und der andere las die, hast du gesagt, ja, ich hatte Kopfschmerzen, als ich die Geschichte schrieb. Meine Schwester spielte nebenan Piano. Geschichte taucht nicht so richtig. Heute lese ich, wenn ich mal bei Twitter nachgucke, well done. Und lesen Sie unbedingt unser großartiges Stück. Und da gibt es so ganz große Spezialisten, die schreiben dann, wieso kommt mir dieser Text so bekannt vor? Und dann haben sie vor 3,5 Jahren ein Stück gemacht, in dem ein halber Absatz so ähnlich gemeint war, aber sie wollen damit sagen, ich war schon vorher da. Das heißt, wir haben eine Entwicklung, in der wir auf der einen Seite betonen, wie toll, wie gut wir sind und auf der anderen Seite von schrecklicher Angst getrieben, all das, was der eine oder andere Raum tatsächlich eintreten kann. In dem Bereich Recherche hat sich eine Menge getan in den Jahren. Ich erinnere mich noch an diese Gründungsveranstaltung Netzwerk Recherche, wo Mascolo auf dem Bierdeckel den Vorstand aufschrieb. Und ich habe später erst gemerkt, dass der Kerl noch nicht Mitglied war. Und heute gibt es an jeder Ecke Investigativteams. Ich tue mich mit dem Begriff, Ressortleiter, was bei uns sowieso nicht zählt, aber Ressortleiter investigative Recherche, tue mich mit dem Begriff ohnehin sehr schwer, weil ich glaube, dass es diesen Journalismus kaum mal bei uns gibt, sondern dass es da Recherchejournalismus gibt. Ich will sie nicht langweilen. Aber heute gibt es, wie gesagt, an jeder Ecke das. Und das Besondere, Klaus Ott schickte mir neulich die Aufzeichnung einer Diskussion und da lernte ich, dass Sigmund Gottlieb beim Bayerischen Rundfunk ein Investigativteam leitet. Nun habe ich mir ganz viel vorstellen können in meinem Leben, aber auf diesen Gedanken, dass Sigmund Gottlieb neben all seiner Arbeit, die er ja hat, das macht, also allen Respekt. Und Sigmund Gottlieb, den ich für einen der ganz großen, der Chefredakteure halte, Sigmund Gottlieb sagte, investigativer Journalismus ist die Königsdisziplin. Also auf die Idee wäre ich nicht gekommen, dass es die Königsdisziplin ist. Aber wenn er das für seinen Sender so ausweitet, gut, dann hat er sich ein bisschen gekümmert um WDR, NDR, Radio Nordkorea und Süddeutsche Zeitung und hat gesagt, das gefällt ihm nicht so, denn das sei monogam. Er hingegen, Sigmund Gottlieb, als Leiter des Investigativteams des Bayerischen Rundfunks, mache es polygam. Wusste ich vorher nur von bayerischen Politikern, dass sie das machen. Aber also man sieht, an jeder Ecke wächst was. Manches, was da wächst, finde ich, ist in der Zuspitzung, in der Gier um Anerkennung, diesem furchtbaren Wettlauf, in dem wir drin sind, auch selbst. Man kann immer wieder sagen, wie bekloppt. Vom Mediatenor gelobt zu werden, diese Sehnsucht,
möglichst oft erwähnt zu werden, mit recycelten Geschichten, mit Geschichten, die nicht stimmen, mit Geschichten, die vielleicht stimmen. Da sind wir ja immer feste unterwegs. Ich glaube, sinnvoll wäre es manchmal zu sagen, ausnahmsweise verzichte ich, wobei die Wahrheit auch ist, dass wir sagen, Zeit lassen, um dann wieder loszustürmen. Das ist gerade so eine der Modegeschichten, wenn wir über Journalismus reden, dass alle sagen, irgendein Schweizer hat das mal formuliert mit der Zeit, haben jetzt alle aufgenommen, man muss sich wirklich Zeit zur Wahrheit, Wahrheit braucht Zeit. Aber es wird auch dann gesagt, wenn man schon wieder unterwegs ist, um den nächsten Zipfel einer Geschichte zu erhaschen. Wenn Sie mir bei diesem kleinen Exkurs durch das Nichts und Nirgendwo zugehört haben, wenn Sie vielleicht die bange Frage haben, was ist eigentlich aus dem Friedhof geworden? Kann ich sagen, es ist gut geworden. Wir haben einen kleinen Friedhof, so ein Grab, wir haben immer für mehr Leute was, wo mindestens 6 Leute Erdbestattung können, noch mit den Urnen können wir 12, großes Grab mit Vorgrab. Und wir haben einen Grabstein drauf, das sind 2 schöne Steine, hat ein Eichstätter Künstler, der lebt noch, der ist wunderbar, also wenn Sie mal Bedarf haben, vermittle ich Ihnen die Adresse, hat er gemacht, 2 Steine, und da ist oben einer der wunderbaren Bonhoeffer-Sätze drauf, läuft oben über den Stein, also 2 Steine, verbunden mit einer Metallklammer, da steht, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Also, die Auszeichnung, über die ich mich freue, wird nicht auf diesem Grabstein stehen, da stehen auch nicht unsere Namen. Ich werde es ein bisschen anders machen als der große Kollege der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Aber ich hoffe, dass der Satz, dass wir getrost erwarten können, was da kommen mag, dass er für uns alle gilt und dass es für viele von uns ein gutes Ende nehmen wird. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.